A1.3. Berechnen Sie auf Kubikmeter gerundet, um wie viel der Holzbestand nach 32 Jahren gestiegen ist. Also, wir haben Folgendes gegeben. Erstens, es soll auf Kubikmeter gerundet werden. Und zweitens ist die Frage nach 32 Jahren. Und hier noch ganz wichtig, es ist gefragt, um wie viel es gestiegen ist. Also nicht, wie viel es am Schluss ist, sondern wie viel dazu kam. Wenn wir eine Laufzeit haben, wir wissen ja, das hoch x steht immer für die Laufzeit. Also heißt unsere Funktionsgleichung y ist gleich 5000 mal 1,045 hoch die Laufzeit von 32 Jahren. Das geben wir in den Taschenrechner ein und erhalten damit einen Wert von 20.450. Wenn wir keine Einheiten schreiben wollen, dürfen wir natürlich die Maßzahlengleichung nicht vergessen, ansonsten mit Kubikmetern schreiben. So, nach 32 Jahren ist der Holzbestand 20.450 Kubikmeter groß. Am Anfang war er schon 5000 groß, also müssen wir den Anfangswert noch abziehen. Und erhalten dann somit den Wert, um wie viel er gestiegen ist. Also Antwort: Nach 32 Jahren ist der Bestand um 15.450 Kubikmeter gestiegen.